Nur wer? Ich will endlich wissen, warum wir gegen Pharaostra kämpfen. Das ist völlig wirr in Vampire Stone 2. Es wird gesagt, wir hätten in Vampire Stone 1 gegen Pharaostra gekämpft. Dieser ist allerdings bei der Zerstörung der Steintafel mit dem Zauberspruch gestorben. Wegen seinen magischen Verletzungen. Kurze Zeit später, meinte Yinai. Oder Yinai. Da stellt sich mir die Frage, ist Pharaostra, ist der da als Schattengeist? War er vielleicht selbst ein Vampir? Oder ist er irgendwie eine andere Art Geist, der Abraxas da seine Befehle zukommen lässt? Weil er müsste ja rein theoretisch wiederkommen, wenn wir Pharaostra getötet haben. Und wenn wir es dann 2-1, meinte ich. Dieses Spiel spoilert nicht. Wenn man Vampire Stone 1 noch nicht fertig gespielt hat, es gibt dann nur noch mehr Rätsel auf. Ich hasse dieses Spiel. Nein, 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 das ist schon gut. Es spoilert nicht direkt. Das ist gut. Es ist nicht so, wie ich in vorigen Parts gesagt habe, dass mich das Spiel spoilert. Jetzt ist mir nämlich aufgefallen, wie das Spiel das handhabt. Also Malix, wie das gehandhabt hat. Der Schöpfer der Vampire, bla bla bla, habe ich schon gesagt. Von uns niedergestreckt. Ich bin cool. Das war es so mit seinem Schlaf. Mit meinem, tut mir leid. Ich sollte vielleicht ein wenig nach draußen gehen. Jetzt werden sich alle nacheinander wach, weil einer aufsteht. Sag ich doch. Elena, ist alles okay? Elaine, du bist wach. Wohin willst du? Warum Antwort geben? Einfach eine Gegenfrage stellen. Ich gehe ein wenig nach draußen. Warte, ich begleite dich. Wird jetzt Aska auch noch wach? Der belauscht dir doch mit Sicherheit jetzt. Geht es dir gut, Werner? Ich hatte einen Traum, Elaine. Einen erotischen Traum. Einen hocherotischen. Oh Gott, das ist ja grauenhaft. Was ist darin passiert? Ich wurde vergewaltigt. Oh nein! Ich hatte einen Traum, Elaine. Von Vincent Reynard. Einen Traum? Vampire träumen nicht, Werner. Ich weiß. Ich habe aber geträumt. Ich habe ganz vergessen, wie es ist. Zu träumen, Elaine. Bist du sicher? Es ist völlig unmöglich, als Vampir einen Traum zu haben. Ich habe von Vincent Beinhardt geträumt. Einfach ignorieren. Er hatte das Buch. Das Zauberbuch, mit dem er alle Vampire erschaffen hatte. Das Buch, das wir ihm abgenommen hatten. Das Buch, mit dem Asuka wiederbelebt wurde. Das Buch der Bücher. Kannst du es bitte aufhören, das Buch oder bla 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 zu sagen? Okay. Ich mache mir Sorgen um dich, Werner. Was sind wir nur hier reingeraten, Elaine? Hier reingeraten? Was ist das für ein Hineingeraten. Was wird die Zukunft bringen? Nun müssen wir wahrscheinlich Vampire schaffen, um an merkwürdige Steinplatten zu gelangen, die es uns ermöglichen, die Welt, wie wir sie kennen, wiederzubekommen. Das ist eine Frage, oder? Ich weiß es nicht. Vampire schaffen? Das dürfen wir nicht! Oder willst du ernsthaft das riskieren, was vor mehr als 400 Jahren alle Vampire rausrottet? Willst du einen heiligen Kreuzzug? Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk? Willst du, dass die Mönche wieder anfängt, uns zu jagen? Wir leben das so friedlich und unerkannt unter ihnen. Willst du das aufs Spiel setzen? Natürlich nicht. Aber ich will die Welt zurück, wie sie war, bevor sie von Asuka verändert wurde. Wenn man diesen Yinai glauben kann, dann sind diese Steinplatten der einzige Weg, das zu erreichen. Lieber lebe ich in einer fremden Welt, als in einer, in der Vampire gejagt und vernichtet werden. In einer Welt, in der Schattengeister regieren, in der Schattengeister die Menschen jagen. Ach, Werner, was sollen wir tun? Du bringst immer so gute Gegenfragen, Konter. Immer diese tricky Fragen, das ist echt wow. Ich weiß es nicht. Egal, was auch passiert, ich vertraue darauf, dass du das Richtige machst. Ich hoffe es. Doch sollten wir vorsichtig sein. Ich traue weder diesem Yinai noch Asuka. Wer weiß, ob diese Geschichte mit den Schattengeistern überhaupt wahr ist. Einen Beweis habe ich dafür noch nicht gesehen. Da hast du vollkommen recht. Es wird ja wohl irgendeinen Grund haben, dass Jaina bekehrt worden ist. Also, ich weiß nicht, ob man als Vampir immer noch so naiv sein kann, wie als kleines Kind. Ich meine, sie war trotzdem noch ein kleines Kind, aber das sind ja auch schon wieder einige Monate her, seitdem sie gesucht haben. Und Asuka wird ja wohl einiges beigebracht haben. Der wird sie ja wohl nicht. Keine Ahnung. Also irgendwann, was laber ich eigentlich gerade? Die Frage als Frage:
Ist man als Vampir immer noch so naiv? Also Jaina wird ja wohl auch. Besonders als sie Asuka aus seinem eigenen Schloss geworfen hat. Ich glaube kaum, dass sie das einfach so macht. Wir sollten auf beide ein Auge werfen. Jetzt wollt ihr beide ein Auge rausnehmen und auf beide werfen? Moment. Dann habt ihr beide keine Augen mehr. Oh nein. Nein, ich sollte überlaufe ich die. Mann. Meine kleine Elaine. Du wirst bald schon deine Zweifel vergessen und sehen, wen du wirklich haben willst. Mich ganz allein. Bla 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 bla. Nur noch ein wenig Geduld. Dann zeige ich dir, wie schön es ist, gemein und böse zu sein. Vampire sind nicht umsonst mächtiger als diese stinkenden Menschen. Vampire stinken auch. Hey, das ist nicht cool. Ich habe hier nur so ein Puzzle aus dem Ü-Ei. Ich krieg das nicht fertig. Entweder bin ich einfach nur zu doof oder da fehlen Teile. Und genau aus diesem Grund werdet ihr drei mir noch sehr, sehr nützlich sein. Was? Mögt ihr auch Zweifel haben? So werdet ihr doch meine Pläne letztendlich anstandslos erfüllen. Welch ein Glück für mich, euch gefunden zu haben. Was macht der denn da? Balanciert er da auf einem C oder was? Oder liegt er da und chillt erstmal eine Runde? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Jetzt mir ehrlich, ich würde dieses Puzzle aus dem scheiß Ü-Ei fertigstellen, Mann. Das ist nicht cool, Leute. Eine neue Welt. Hey! Ein neues Ziel. Wir kommen dem Dasein in einem Open World immer näher. Doch um welchen Preis? In einer Open World. Wird es erreichbar sein? Man weiß es nicht. Oh, ich habe Rückenschmerzen. Moment. Wir haben keine Schmerzen. Warum habe ich Rückenschmerzen? Oh, scheiße. Wir brauchen echt ein paar Särge. Gehen die eigentlich immer in voller Montur schlafen? Los, aufstehen! Ihr Maden! Gerade als ich so schlecht geschlafen habe. Dr. Wellner. Komm, wir sollen jetzt mit ihr sprechen. Wie sollten? Das war die schlimmste Nacht meines Lebens. Nie wieder schlafe ich in dem Bett. Puh, wäre scheiße. Oh mein Gott, Aske. Oh, okay. Wellner hatte gerade rote Haare. Dieser Typ wartet sicher auf dem Dach, um uns weitere Dinge zu erklären. Dieser Typ, also. Bisschen netter. Ich gehe doch nicht für 5 Seelen speichern. Die Seelen braucht man da bestimmt für irgendwas anderes. Ding, 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 ding. Hallo, bin wieder da, bin noch. Hola, der macht doch noch sauber. Der hat echt nichts Besseres zu tun. Hallo. Gut, da seid ihr. Und ich nehme an, du hast auch schon eine Idee, was wir nun als nächstes unternehmen sollten? Das ist doch offensichtlich. Ich bin Jinai. Du Dummerle. Wenn ihr die Welt wieder haben wollt, wie ihr sie kennt, müsst ihr die Steintafeln erobern, die in den neuen Schlössern versteckt sind. Und wie sollen wir das anstellen? Sollen wir vielleicht einfach reinspazieren und sagen, hey, wir wollen die neuen Steintafeln, wollt ihr sie uns vielleicht überlassen? Moment. Unter diesem Schloss ist doch schon eine Steintafel. Du blöder Penis. Nun, ihr seid Vampire. Erschafft euch Sklaven, die für euch die Schlachten führen. Wir werden keine Vampire erschaffen. Hast du Angst? Sehr merkwürdig. Neue Vampire würden nur zu einem neuen heiligen Krieg führen. Diesen Preis werden wir nicht bezahlen. Wenn man sich genau überlegt, die Vampire werden ja wohl. Oder was gesagt? Entweder die Elras. Und oder der Clan Heiligen Krieger werden ja wohl irgendwann auf die Idee kommen, wie sie die töten werden, weil Vampire sind ja so an sich ohne Holzplöcke, weiß, zu töten. Oder eben halt den Kopf abzuschlagen. Aber das wird, da sie ja Vampire sind, kaum möglich sein. Sind halt ein bisschen stärker als normale Menschen. Das heißt, die werden sich ja wohl eigentlich gegenseitig ausrotten. Die ganzen. Also jeweils die Parteien Elras, Clan Heiligen Krieger und Vampire. Also. Ich weiß nicht. Müsste da schon mit ein bisschen Logik rangehen, Mensch, meine Freunde. Bezahlen.
Oder so. Dann werdet ihr in einer von euch fremden Welt leben müssen, die von wahnsinnigen Menschen und die tyrannischen Äras geführt wird. Keiner der beiden Seiten wird eure Existenz dulden. Ihr werdet sowieso für immer gejagt werden. Ach, ein paar Vampire mehr oder weniger könnten doch nicht schaden. Typisch Asuka! Kurzsichtig wie immer. Du bist kurzsichtig, du bist engstirnig, du bist stur. Gibt es denn keine Alternative? Nun, wie ich bereits erwähnte, gibt es östlich von hier ein Söldnercamp. Sofern ihr das Geld aufbringen könnt, sollten sie euch ebenfalls unterstützen. Das klingt doch schon wesentlich vernünftiger. Ja, natürlich! Lässt du halt die Menschen, die du normalerweise beschützen wolltest, sterben, indem du sie bezahlst. Was ist das für ein blöder Schwachsinn? Ich weiß nicht. Das schöne Geld könnten wir genauso gut selber behalten. Wir machen das schon irgendwie. Ich vertraue dir, Werner. Du wirst das Richtige machen. Du bist mein Held! Ich bin Werner. Ja, Vampire erschaffen, bla bla. Das klingt vernünftig, das wollen wir erstmal sehen, auf keinen Fall. Ist das jetzt auf Askas Aussage bezogen oder das auf mit dem Söldner Camp? Ja, das wollen wir erstmal sehen. Ach, natürlich werden wir Vampire erschaffen. Söldner sind doch nur erbärmliche Menschen! Aber Vampire beschwören nur einen neuen heiligen Kreuzzug. Das ist schon mal die Logik, die ich gerade angesprochen habe. Zuerst müsst ihr aber dieses Monster von der Brücke südlich vertreiben. Dann können die ersten Steuern von den Bürgern in Syras eingetrieben werden. Darum kümmere ich mich dann. Sofern ihr die Unterstützung von den Söldnern benötigt, solltet ihr ebenfalls das Söldnerkämpfer aufsuchen. Es befindet sich nördlich von Syras und weit versteckt. Ich hätte auch ganz gerne ein paar magische Fähigkeiten wieder. In Mestor befindet sich eine Gruppe von Dieben, die sich in der dortigen Kanalisation versteckt hält. Diese Diebe besitzen sogenannte magische Runen, mittels denen ihr euch mehr mächtige Zauber aneignen könnt. Eventuell könnt ihr diese Diebe ebenfalls zu eurer Sache gewinnen, sofern ihr sie nicht tötet. Ach Mann! Ich wollte aber töten! Typisch Asuka. Und wie sollen wir das anstellen? Die werden sicherlich nicht von freiwillig und Seriös sich nicht freiwillig. Sich sicherlich nicht freiwillig uns unterwerfen. So! Überlass das ruhig mir, nein. Mit Machtspielen kenne ich mich sehr gut aus. Siehe Jaina. Das war ein Kind. Sie war naiv. Sind das nicht alle Menschen? Jetzt geht das schon wieder los. Sobald ich informiert bin, hält sich der Anführer der Diebe gerade in Syras auf. Vielleicht könnt ihr ihn dort erwischen. Wenn ihr einige dieser Runden erbeuten könnt, kommt wieder hierher. Na, das ist Deutsch. Ich erkläre euch dann, wie ihr damit neue Zauber erlernen könnt. Gut, dann werden wir diese drei Aufgaben nun erledigen. Hoffentlich ist das der Anfang zu einem besseren Leben in unserer alten Welt. Natürlich, wenn ihr mir vertraut, führe ich euch in eure alte Welt zurück. Vielleicht schon dieses Lächeln in seiner Fresse. Nun dann, lasst uns aufbrechen. Was könntet ihr gebrauchen? In Syras könnt ihr euch ein wenig ausrüsten. 500 Fila erhalten. 5 Reifier unterhalten. 3 Blutfier unterhalten. Danke. Ach, und falls ihr mal über einen Seiten des Artefakts stolpert, seid vorsichtig. Viele Artefakte verursachen negative Zustände, die nicht sofort ersichtlich sind. Ihr solltet die Artefakte doch lieber nicht tragen, falls ihr euch im Kampf merkwürdig verhaltet. Ey! Ronak macht weiter sauber, Ronak macht weiter sauber. Okay, wir nehmen jetzt knapp eine halbe Stunde auf. Ich denke mal, das sollte reichen. Ja. Nun gut. Ihr habt gehört, was wir als nächstes machen sollten in den nächsten Parts. Wir sollten das Monster von der Brücke verjagen, nach Syras gehen, wegen dem magischen Ruhm und Osten? Oder Westen? Naja, zum Söldnercamp gehen. All das werden wir in den nächsten Parts erledigen. Ich würde sagen, dass wir das auch machen werden. Und dass wir Ronald jetzt noch ein bisschen beim Saubermachen zugucken werden. Macht er das nicht schön? Na gut, ich hoffe, euch haben die Parts gefallen. Der weitere Einblick in Vampire Storm 2. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die nächsten Parts. Wenn wir endlich ein bisschen das Open-World-Feeling von Vampire Storm erleben können. Gut, das war's von mir. Vorerst von Vampire Storm 2. Bis zu den nächsten Parts. Bis zum nächsten Mal. Euer T-Rex. Gehauen. Oder so.